geben, gewinnen. Vor 14 Tagen gab es in Barcelona, das wissen Sie alle, eine 0-2 Niederlage. Und jetzt gibt es nur eins, Volldampf voraus. Sitzschalen fallen auf mich herab. Er wäre am liebsten im Erdboden versunken. Ein 1-2 wäre natürlich für den deutschen Meister heute Abend eine glänzende Ausgangsposition gewesen. So aber führen die Spanier mit 2-0. Und es wird ganz, ganz schwer für den ersten FC Kaiserslautern, hier noch zu gewinnen und eine Runde weiterzukommen. Die Spieler sind auf dem Platz. Wir sehen hier Guido Hoffmann, der von all seinen Mannschaftskameraden eigentlich nur getröstet worden ist, jetzt 14 Tage lang. Sie haben ihm Mut gemacht und er hat sich ja für heute vorgenommen, diesen schweren Fehler von Barcelona zu korrigieren. Wir können hier nur offensiv weiterkommen. Die Mannschaft, Zubizarreta, Spaniens Nationaltorwart Nummer 1, 2 hat Nando, 3 Cristobal, 4 Ronald Koeman, 5 Eusebio, 6 Baquero, 7 Guardiola, 8 Stoichkov, 9 Laudrup, 10 Witschke, 11 Begiristein. Schauen Sie sich das an, Stoichkov, Laudrup, Witschke, Begiristein. Nur Stürmer, nur Leute, die hervorragend mit dem Ball umgehen können, die Tore schießen und die unglaublich schwer zu stellen sind. Nebel, Bomben sind in das Stadion geflogen. Dennoch werden wir die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern gut ausmachen, zumindest schon mal hier. Er mal im Tor, Wolfgang Funkel, eben noch getestet, kann spielen, ist gut dabei. Schäfer hat die 3, Hoffmann die 4, Goldbeck die 5, Lelle die 6, Potic die 7, die 8 trägt Scherr, die 9 Witeczek, die 10 Haber und die 11 der Mannschaftskapitän Stefan Kunz, der Fußballspieler des Jahres. Wir haben eben noch die Chance gehabt, ihn kurz zu sprechen. Es geht sehr viel besser, sagt er, als vor 14 Tagen in Barcelona, wo er außerordentlich mitleidvoll wirkte, denn er war eigentlich nur auf dem Platz, um den Gegner ein bisschen zu verunsichern und seine Mannschaft zu stützen. Spielen hätte er eigentlich nicht dürfen. Hier ist er. Jetzt bin ich mal gespannt. Er ist also auch, wie gesagt, in die Offensive gestellt. Nicht wie in Barcelona noch in die linke Abwehrecke. Und hier haben wir den Schiedsrichter Erik Fredriksson, ein Schwede. Dreimal bei Weltmeisterschaften dabei, war 89 Nummer 3 in der Welt. War allerdings auch sehr umstritten, beispielsweise im vergangenen Jahr in Italien. Dort haben ihn vor allen Dingen die Spieler aus der UdSSR und der Trainer und die gesamte Equipe ziemlich in die Schusslinie genommen und haben dafür gesorgt, dass er nach diesem Spiel, dass die UdSSR 2-0 verlor gegen Argentinien, nicht mehr weiter pfeifen durfte. So, ja, es ist fast alles gesagt, betrachtet, geschrieben zu diesem mit Spannung erwarteten Europapokal.